Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. Ich sehe endlich wieder normal aus. Also nachdem ich dann ein bisschen gegoogelt hatte und nichts finden konnte, habe ich dann einfach mal auf Select gedrückt, bin dann auf Online gegangen und auf Avatar und habe dann da ursprüngliches Aussehen wiederherstellen angeklickt. Und ich muss mal eben schauen. Ah ja, Gameplayerin ist trotzdem noch gespeichert. Also da keine Sorge, die Optik, die wird auf jeden Fall gespeichert. Und seitdem ich jetzt wieder so aussehe, ich habe mich jetzt mal hier ein paar Minuten hingestellt, habe ich niemanden mehr gesehen. Andere Sache war, im Online-Modus hatte ich hier unten so einen Punkt mit einem Fotosymbol. Und den habe ich jetzt nicht mehr. Also gehe ich jetzt davon aus, dass ich jetzt wieder ganz normal der Geschichte folge. Ich habe schon echt Panik gehabt. Ja, das ist nur 300 Meter entfernt. Das waren noch ein paar Kilometer beim letzten Mal. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich schau mal eben, ob wir da eventuell so zu Fuß hingehen können zum Königsgrab oder können wir eigentlich hier hochspringen? Ich glaube nicht, ne? Nee, kein Doppelsprung. Okay. Oder ob wir eventuell dort campen können, weil das Kor jetzt gar scheint nicht so irgendwie weit nie weg eine ist. Pause zu machen. Ja, erst Insomnia, dann Hammerhead, dann das Königsgrab. Man sollte ihn Kor den Rastlosen nennen. Wäre aber nicht so cool wie der Unsterbliche. Der Name erklärt auch, wie er es aus Insomnia geschafft hat. Ach, der hat einfach nur Glück. Das hat nichts mit Glück zu tun. Du denkst doch nicht im Ernst, er hätte all seine Kämpfe nur durch Zufall überlebt. Ja, das nennt man im Endeffekt Glück, ne? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn hier unser Was Fürchter? sollen wir überhaupt an einem Grab? Es hat sicher etwas mit dem Vermächtnis der Luzis zu tun. Wir werden es bald rausfinden. Oh, fuck. Jetzt nicht kneifen. Yep. Oh, fuck. Wir müssen den aber nicht angreifen. Nachts ist das Reisen gefährlich. Wenn dein Ziel weit entfernt ist, solltest du lieber eine Unterkunft suchen, bis zum Morgen warten. Ach, das sind diese Viecher. Okay. Verstehe. Ja, wir sind jetzt so nah am Ziel. Wir brauchen jetzt keine Unterkunft mehr. Wir sind da. Das ist also Zumal wir das ja auch nicht campen Königsgrab. können. Scheint, als wäre der General drin. General? Ihr habt hergefunden. Gut. Und jetzt? Was soll ich an einem alten Grab? Dir die Kraft deiner Ahnen holen. Sie liegt in den Königswaffen. Die Waffen sind dein Erbe. Okay. Dein Erbe. Als neuer König. Als König wovon denn bitte? Dies ist weder Zeit noch Ort für kindische Rebellion. Ein König muss sein Volk schützen. So wie mein Vater es tat. Wie viele starben? Nur damit sein eigener Sohn leben konnte. Noctis. Regis hat getan, was er tun musste. Um sein Volk. Dein Volk zu retten. Mein Volk? Warum hat er mir dann nichts gesagt, verdammt? Er hat mich mit einem Lächeln verabschiedet! Ich war... völlig ahnungslos. Er war mehr als nur ein König. An jenem Tag wollte er einfach nur dein Vater sein. Er wusste, dass sein Erbe, dass du die richtigen Entscheidungen treffen würdest. Hoffentlich hat er sich da nicht getäuscht. Das Schicksal der Luzis liegt in deinen Händen.
Okay. Ich habe das Schwert der Weisen bekommen. Kann ich aber nicht... Ja gut, hier drin kann ich anscheinend gar nichts ausrüsten. Ich kann aber noch mal mit dem Typen hier sprechen. Noctis, du wirst dich mit deinen Freunden auf die Suche nach der Kraft der Könige machen. Nicht allzu weit von hier liegt noch ein Königsgrab verborgen. Noch immer sind viele Gräber erhalten. Der Weg zu ihnen ist jedoch äußerst gefährlich. Daher werde ich euch eine Weile begleiten. Ich muss mich erst davon überzeugen, dass ihr auch alleine klarkommt. Wie viele Königswaffen gibt es denn insgesamt? Es gibt 13 luzische Königsgräber, in denen Waffen verborgen sind. Leider sind uns nicht alle Positionen bekannt. Die Meldatio-Jäger sind bereits damit beschäftigt, die verschollenen Gräber ausfindig zu machen. Aha. Und wir sollen jetzt wohin? Zur Kikatrik-Schanze. Tief in den Ruinen wurde ein Königsgrab gefunden. Okay, das waren jetzt alle Informationen. Danke, vielen Dank. Das ist nur 300 Meter weit weg. Das Problem ist natürlich, wir sind jetzt nachts am Reisen. Das Einzige, was ich jetzt nicht verstehe, habe ich jetzt gerade nur die... kann maximal 4 Waffen einschließlich Zauber. Ja, das ist logisch. Habe ich da jetzt auch eine Waffe bekommen? Oder... Ich habe sogar noch andere Waffen hier. Moment. Tachonenschwert. Attacke 153. Ich weiß nicht, warum die Motorklinge jetzt da drin ist. Kostet auch nur minimal mehr, macht aber wesentlich mehr Schaden. Das müsste theoretisch jetzt das Neue sein. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, das würde schlechter werden. Das würde ein wenig besser werden. Ach so, das ist eine Lanze. Anstelle vom Jagdspeer. Ja. Aber wieso steht da Jagd... Ach so, Jagdspeer ist aber rechts drin. Dann verstehe ich jetzt nicht, wieso der mir das jetzt hier anzeigt. So, Moment. Tu mir das mal rein. Und ich denke mal dem Biedenhändler, dass der wohl nicht verbessert werden kann. Das ist das... Kraft 99. Da habe ich aber auch nur 3 von. Das ist halt das Problem. Sturmklinge. Das Schwert habe ich jetzt unten drin. Ne, der würde sich nicht verbessern, weil dann die LP auch... Ach so, die LP gehen dann auch runter. Ne, die habe ich jetzt hier aber überall gleich. Okay, dann würde ich sagen, lasse ich das jetzt mal so in der Ausrüstung. Wird jetzt natürlich problematisch. Da können wir oben nicht rum. Lasst uns ein paar Knochen brechen. Ich bin dabei. Oh ja, Knochen brechen. Ich bin überwältigt. Es geht auf jeden Fall wesentlich schneller. Das ist richtig geil. Sie kämpfen immer noch so gut wie früher. Dankeschön, Dankeschön. Solange dieses große Viech da jetzt nicht rauskommt. Was ist das denn da oben? Ach, das sind die... Okay. Vor langer Zeit war dies der Schauplatz heftiger Gefechte mit dem Imperium. Später wurde dieser Ort verlassen und die imperiale Armee begann ihn für ihre Zwecke zu nutzen. Keine Befehle für mich? Nein, ich sag dein Name. Wie sollen wir denn da durchkommen? Entweder konfrontieren wir sie direkt oder wir schleichen. Ja, schleichen geht nicht, weil die haben mich schon gesehen, Leute. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Brillant. Kinderleicht. Ja.
nichts Unüberlegtes. Ebenso. Nein, hallo. Ich will nicht ballern. Ich will hier raus. Ignis, vorsichtig. Positiv. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hallo? Achso, mit dem. Ja. Ja, ich würde sagen, das mit dem Ranschleichen war rum. Gut, das war's. Ein Magitech-Mech. Gefährlich? Dieses Modell stellt eine mittlere bis gemäßigt starke. Soll heißen? Gefährlich. Kor, wenn wir den besiegen, vertraust du uns dann? Du meinst also, ihr schafft das. Das will ich sehen. Das willst du sehen? Ich dachte, wir können uns da jetzt rumschleichen. Na gut. Dann wohl eher nicht. Kann man den nicht anvisieren? Anscheinend nicht. Das ist natürlich schlecht, wenn man den nicht anvisieren kann, weil man dann auch nicht weiterkommt. Das Problem ist nur, wie kommen wir jetzt nach links, wenn hier alles zu ist? Da kommen wir hoch. Haben die mich jetzt erschreckt? Da hinten kommt man aber auch nirgendwo hoch, oder? Da ist noch was. Wir müssen doch irgendwie da hinkommen. Oder wir müssen die wirklich vorher besiegen, aber ich kann die halt nicht anvisieren. Gladio. Gib alles. Ah, jetzt. Sieht nicht aus, als könnte ich mich ausholen. Nein, wie war das jetzt mit dem? Was ist die Lage, Ignis? Wir müssen uns wohl auf ein längeres. Au! Scheiße! Ja, man darf sich aber nicht bewegen danach. Das ist schlimm. Eine Statue von den ersten Königen. Eine vertraute Kraft geht von ihr aus. Ja. Kann ich aber trotzdem nichts mehr machen. Und wieso... wieso komme ich da nicht hin? Weil ich eben den falschen Weg gelaufen bin, so wie es aussieht. Na toll! Okay, dann gehen wir mal hier rein, Jungs. Ich denke, ihr kommt fürs Erste allein klar. Nehmt diesen Schlüssel hier. Eröffnet die anderen Königsgräber. Verlasst euch aufeinander. Eure ganze Stärke bringt euch nichts, wenn ihr nicht zusammenhaltet. Und was machst du jetzt, Kor? Ich werde die Niffen weiter beobachten und unseren nächsten Zug planen. Macht euch keine Gedanken. Ich komme zurecht. Vorhang auf. Okay. Sei vorsichtig. Los geht's. Seht euch vor. Hey, seht mal. Eine Tür. Was für ein seltsamer Ort. Sieht aus, als hätte hier jemand gewohnt. In diesem Loch? Vielleicht mussten sie vor etwas hierhin fliehen. Arme Schlucker. Was meint ihr? Sind die immer noch hier? Ich schätze, das war die falsche Frage, oder? Was ist das für ein...
Kabel. Es führt hier rüber. Es muss mit irgendetwas verbunden sein. Sollten wir nicht lieber zum Ziel laufen, Jungs? Ein Generator? Sieht so aus. Ob der noch läuft? Ha! Läuft! Oh, und es ward Licht. Wurde aber auch Zeit. Was denen jetzt wahrscheinlich nicht so gefällt. Die hier noch vermutlich leben. Das ist jetzt aber nicht das Ding, was der eine haben wollte, oder? Ich habe keine Ahnung. Mann. Ups, was war das? Sorry, nur eine Dose. Mann, du Trampeltier! Ich hatte beinahe einen Herzinfarkt. Was war das? Die Decke. Ich will hier nicht sterben. Also machen wir es kurz. Fieses Geräusch. Was? Irgendwas wartet auf uns. Hinter der nächsten Ecke. Ich hab's im Gefühl. Du hast bloß Schiss. Ich find's aber doof, dass man nicht laufen kann hier. Die Tür ist verschlossen. Nicht unser Tag. Hallo. Ist hier jemand? Oh, nee. Hier ist auch abgeschlossen. Richtung wirkt jedenfalls vielversprechend. Finde ich auch. Jungs, könntet ihr mal bei mir bleiben? Moment, kann man da? Wollt ihr nicht nachschauen? Von mir aus müssen wir nicht. Also bleiben lassen? Ich weiß nicht, guck mal eben, was hier am Ende noch ist. Wahrscheinlich ist das irgendwo... Ja, es ist hier schon eine Sackgasse. Oder? Na, es ist keine Sackgasse. Das sieht mir so nach Geheimnis aus irgendwie, deswegen... habe ich mir gedacht, gehen wir mal hier durch. Okay, aber von hier aus scheinen wir da auch hinkommen zu können. Guckt mal, noch ein Generator. Oh. Falsche Taste. Sicher Seite stehst du. Aber keine Ahnung. Schön brav, meine Liebe. Nimm das! Komische Goblins oder sowas. Uiuiui. Weiter geht's. Ja. Ja gut, also man muss nicht überall die Türen aufmachen. Ich hab schon verstanden. Zwecklos. Okay. Das ist nicht gut. Da probieren wir es gleich. Irgendwie kriege ich hier gerade so viele Elixiere. Das gefällt mir gar nicht. Wartet! Habt ihr das gehört? Um Magie einsetzen zu können, musst du Elementarenergie sammeln. Es gibt drei Arten, Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. Ist dein Vorrat voll, kannst du deine Elementarenergie keine mehr aufnehmen. Okay.
Oh, das sieht gut aus. Auf eine schlechte Art. Seht euch besser vor. Auto-Armbrust, okay. Da dachte ich mir schon, dass das eine Sackgasse ist. Jetzt leg ich los! Übernimm dich bloß nicht. Immer wenn ich ausweiche, in dem Moment passiert irgendwas. Sauber. Überstanden. Alle fit? Und B. Weiter geht's. Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn? Nockt leiht sich also die Kräfte seiner Ahnen. So in der Art. Bei seinen Fortschritten ist er bald stärker, als sein Vater es je war. König auf Pump. Mehr Respekt. Und? Wie ist es so? Als hätte ich ein paar Tricks auf Lager. Ich verzichte dankend auf eine Show. Etwas Übung kann nicht schaden. Okay, also, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir uns eigentlich eine Karte, doch die Karte können wir uns anzeigen lassen, ne? Nur wo der Ausgang ist, das wird uns nicht verraten. Das ist gut. Also wir sind nämlich jetzt ziemlich lange hier durchgelaufen. Ich würde normalerweise sagen, wenn jetzt nichts Spektakuläres mehr passiert, dass ich mich hier erstmal schon mal von euch verabschiede und ja, dann einen kleinen Cut mache und wir uns dann in der nächsten Aufgabe wiedersehen, die wir quasi noch nicht haben, fällt mir gerade auf, weil wir noch nicht wissen, wo wir eigentlich hin müssen. Wir wissen nur, dass es noch andere Gräber gibt. Okay, das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Ein Metallsplitter wollte er haben. Ich kann sogar sein, dass ich davon irgendwas eingesammelt habe, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Mein Inventar. Nee, Metallsplitter. Steht jetzt hier nicht drin. Nee, das sind Accessoires, Zutaten. Autozubehör. Okay. Ja, ein Rotsteinsplitter und Gelbsteinsplitter haben wir, aber einen Metallsplitter in dem Sinne haben wir noch nicht. Werden wir wohl noch finden müssen. Also wie gesagt, ich verabschiede mich schon mal für die heutige Folge und ja, habe ich mich gerade erschrocken und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!